Warum sind Beziehungen heute eigentlich so schwierig? Das habe ich mich auch oft gefragt. Vor allem, als ich in meinem Leben von einer Beziehungskatastrophe in die nächste gestolpert bin. Eines Tages wurde mir bewusst, dass es dafür eine ganz einfache Erklärung gibt. Bis vor gar nicht langer Zeit wurden fast alle wichtigen Beziehungen nach einem ganz einfachen Schema gelebt. Und zwar, dass einer oben war und einer unten, sodass zwischen beiden ein klares Machtgefälle bestand. Der Klassiker: Mann oben, Frau unten. Eltern oben, Kinder unten, Lehrer oben, Schüler unten, Chef oben, Mitarbeiter unten, Politiker oben, Bürger unten und so weiter und so fort. Nun hatte dieses Modell einige gravierende Nachteile. Es hatte aber auch ganz entscheidende Vorteile. So war im Konfliktfall zum Beispiel ganz klar geregelt, wessen Bedürfnis Vorfahrt hat. Na, das von dem, der oben war natürlich. Genauso war klar geregelt, wer auf wem seine emotionalen Ladungen ablassen durfte. Seit etwa ein bis zwei Generationen haben wir in den reichen Industrienationen ein neues Beziehungsideal. Wir wünschen uns Beziehungen auf Augenhöhe. Wir wünschen uns Beziehungen, wo Menschen respektvoll miteinander umgehen, gleichwertig. Ich finde Beziehungen auf Augenhöhe eine ganz tolle Idee. Mir wurde nur irgendwann bewusst, dass wir keine Ahnung haben, wie das geht. Uns fehlen dafür schlicht die Vorbilder. Von wem sollen wir es denn gelernt haben? Wir sind heute gefordert, Beziehungskompetenzen zu entwickeln, die für unsere Großeltern oder Urgroßeltern noch überhaupt kein Thema waren. Wir sind gefordert, herauszufinden, wie wir gut mit Konflikten umgehen können. Also, wenn du etwas anderes möchtest als ich, ohne in einen Machtkampf zu verfallen. Und wir sind gefordert, herauszufinden, wie wir gut mit emotionalen Ladungen umgehen können, ohne sie einfach jemanden überzukippen oder sie einfach wegzudrücken. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem Beziehungswissen, das ich mir in den letzten 20 Jahren mit ganz viel Blut, Schweiß und Tränen erarbeiten durfte. Heute geht es mir sehr gut in meinen Beziehungen. Sie sind so, wie ich sie mir immer erträumt habe. Doch ich hielt das lange für eine Utopie. Es bedeutet nicht, dass wir keine Konflikte haben oder dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es bedeutet aber, dass wir gut miteinander umgehen. Ich weiß, dass das kein Zufall ist. Ich führe das zu 100% auf das Wissen zurück, das ich in meinem Buch teile. Beziehungsweise. Beziehung kann man lernen. Beziehung können wir lernen. Ich war mir sicher, dass ich das nie lernen würde. Und deshalb weiß ich, dass wenn ich es gelernt habe, dass du es auch kannst.